So, wir hatten uns tatsächlich vorhin verlaufen, als wir von der Quelle zurück sind. Nicht, weil es so schwierig war tatsächlich. Ich habe mir den Weg eingestellt, ich mir den auch merken natürlich. Aber dann kamen wir so ins Gespräch und irgendwann meinte der Oliver hier, ist das noch der richtige Weg? Ich dachte, oh Mist, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Weil in der Wettervorhersage war tatsächlich Starkregen und Sturm und so. Ist jetzt alles gar nicht eingetreten zum Glück. Und ich habe wieder die Regenjacke. Dies ist der schöne Platz, den ich vor ein paar Wochen ausgekundschaftet hatte. Und das Besondere an diesem Seminar war natürlich, dass wir tatsächlich nur zu zweit waren. Und also eine 1-zu-1-Situation, die so intensiv war, Gespräche über Bushcraft, aber auch philosophische Gespräche, einfach nur sich vertiefen im Sein, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen gibt es eigentlich, ich habe es immer wieder vergessen, die Kamera anzumachen, eigentlich kaum Material, nur ein bisschen was vom Holz machen, Essen machen, trotzdem schöne Erinnerungen und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit diesen wenigen Bildern. So ein Bier würde ich jetzt auch nicht nein sagen. Aber es ist halt immer auch so mit dem Schleppen. Also jetzt tatsächlich habe ich so viel, ich habe ja auch so ungünstig gepackt. Ja Leute, das war's schon. Sorry nochmal, dass es tatsächlich nicht länger geworden ist. Aber das liegt auch ein bisschen an diesem besonderen Seminar, wo es ganz kleine Gruppen sind. Und hier waren wir sogar nur 1-zu-1. Und da ist es natürlich schwierig, sich auszuklinken, wenn man sich direkt gegenüber sitzt. Weil wir waren so vertieft. Es war ein wunderbares Seminar. Ich mache das auch wieder. War eigentlich ein total schöner Erfolg. Aber das mit dem Film muss ich mir dann nochmal überlegen. Beim nächsten Mal gibt's versprochen mehr. Ciao.